Die Voestalpine, ein österreichischer Leitbetrieb der Metallindustrie. Hohe Energiekosten machen der gesamten Branche in Europa zu schaffen. Und weil die Wirtschaft generell zu schwächeln beginnt, überrascht die Forderung der Gewerkschaft nach einem satten Lohnplus doch einigermaßen. Die Lohnforderung und die Gehaltsforderung der Kolleginnen und Kollegen in der Stellindustrie oder in der Metallindustrie ist zweistellig. Das kann ich, glaube ich, schon einmal sagen, damit wir diese rollierende Inflation abbilden. Aber Sie haben recht, es ist ja mehr. Es geht auch um Arbeitszeit, es geht auch um Bildung. Karl Schaller sitzt für die SPÖ im Oberösterreichischen Landtag und vertritt die Metaller in der Voestalpine. Er spricht von einer politischen Lohnrunde. Eine sehr politische Lohnrunde. Und wir müssen schauen, dass wir die Kaufkraftsicherung, dass wir die reinkriegen. Wir sind bei der rollierenden Inflation jetzt bei 9,6%. Und das ist einmal eine klare Vorgabe. Doch dermaßen hohe Lohnforderungen würden den Wirtschaftsstandort in Gefahr bringen, argumentiert man von Seiten der industriellen Vereinigung. Schon jetzt seien die Lohnstückkosten in Österreich teurer als sonst wo. Das Entscheidende ist, 80% der Metallindustrie gehen in den Export. Wenn wir am Weltmarkt nicht konkurrenzfähig sind, dann gibt es die Arbeitsplätze in Österreich nicht. Das muss man immer zur Kenntnis nehmen, dieses Abwandern und das kommt auch. Ich habe neulich mit der Industrie haben wir ein sehr ausführliches Gespräch gehabt. Es geht nicht allein nur um die Lohnstückkosten, da sind wir sogar relativ gut unterwegs. Aber natürlich trifft auch die Wirtschaft diese Inflation, diese Teuerung. Also die Energiekosten sind für die energieintensive Industrie dramatisch. Aber das ist ja das zweite Element neben den hohen Arbeitskosten. Und in Summe schießen wir uns gerade aus dem Weltmarkt. In der Metallindustrie würde ohnehin schon jetzt sehr gut bezahlt, sagt IV-Geschäftsführer Heindl Grutsch. Wir reden von einem Durchschnittsgehalt eines Metallerangestellten von 5.100 Euro, von einem Metallerarbeiter von 3.600 Euro. Der Mindest-KV, der Mindestlohn für einen Metallarbeiter liegt bei 2.200 Euro. Die hohe Inflationsrate müsse aber jedenfalls abgegolten werden, gibt man sich bei den Vertretern der Beschäftigten kämpferisch. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in Vorleistung gegangen. Die haben ja diese Teuerung bereits bezahlt. Und das heißt praktisch, jetzt hole ich mir das. Das ist immer die Schwierigkeit bei Kollektivverträgen. Der Verhandlungsspielraum ist ein kleiner, hört man von der Gewerkschaft. Und selbst Streiks könne man nicht ausschließen. Österreich hat eine sehr niedrige Streikkultur im Vergleich zu Deutschland oder Frankreich. Das ist eine Eigenschaft, die wir uns unbedingt erhalten sollten. Aber ich fürchte, auszuschließen ist das heuer nicht. Findet man eine Lösung, könnten die Lohnverhandlungen Anfang Dezember zum Abschluss kommen.